Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch meine Neuzugänge aus dem Januar. Und ja, es wird einfach nicht weniger. Ich liebe es, so sehr Bücher zu kaufen. Es macht echt viel Spaß. Also ja, macht euch auf was gefasst. Und ich starte mit meinen beiden ersten Rezensionsexemplaren, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Also vielen, vielen Dank an den Lotus Verlag. Ich freue mich tierisch. Also das ist so aufregend. Ich fühle mich auch so geehrt, dass ich Rezensionsexemplare bekomme. Krass. Und das erste, was ich mir ausgesucht habe, und ich habe auch schon angefangen zu lesen, deswegen hier nur der Schutzumschlag, Mit dem Herzen siehst du mehr von Alyosha Long und Ronald Schweppe. Und wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, in meinem Video zu meiner Angststörung habe ich euch schon von den beiden Autoren das Buch Die sieben Geheimnisse der Schildkröte vorgestellt. Und ich habe richtig viele Bücher von den beiden hier liegen und ich mag die richtig, richtig gerne. Und als ich dann gesehen habe, dass das als Rezensionsexemplar verfügbar ist, habe ich sofort angefragt. Und ja, ich lese es ja jetzt auch schon und ich mag es richtig gerne. Es ist auf jeden Fall ein spirituelles Buch, das muss man vorher wissen. Hier geht es ganz viel um Buddhismus und die buddhistischen Ansichten auf Sachen. Und ich finde das aber immer sehr inspirierend und als, ja, wie so als Leitstern total praktisch zu wissen, wo es hingehen soll. Was nicht bedeutet, dass ja, ich da schon sein muss oder nicht, aber ja, ich mag auch den Buddhismus mit vielen von seinen Ansichten, dass Achtsamkeit und Mitgefühl im Zentrum steht, dass es darum geht zu verstehen, dass die menschliche Kondition einfach Leiden nach sich zieht und dass das normal ist. Und ja, ich bin jetzt nicht auf dem Weg zur Erleuchtung und das zu überwinden, aber alleine zu wissen, dass das normal ist, dass es uns alle miteinander verbindet, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ich mag das, wie die beiden Autoren die Sachen aufbereitet haben, welche Geschichten sie erzählen, wie sie das einbinden, wie sie es erklären. Und ja, deswegen habe ich das als erstes Rezensionsexemplar. Das nächste Rezensionsexemplar, auch ebenfalls aus dem Lotus Verlag, jetzt halte ich sie gerade zu, da unten steht's, von Khalil Gibran, das kleines Buch der unvergänglichen Liebe, Wahrheitsgeschichten, die von Herzen kommen. Also einmal ist dieses Buch nicht einfach total schön. Also ich finde dieses Cover schön. Ich mag diese Farbe auch, wie ihr wahrscheinlich auch schon an meinem Kanal merken konntet. Und ja, das Thema Liebe, was ist Liebe, interessiert mich total. Und da bin ich auch ja, wie so eine Forschung, wie so eine Forschende. Und jetzt Gedichte und Geschichten, Weisheitsgeschichten von Khalil Gibran dazu zu bekommen, den ich noch nicht so gut kenne. Also ich habe den Prophet mal angefangen, aber ich muss sagen, ich tue mich richtig schwer mit Lyrik, mit Gedichten. Ich habe da irgendwie keinen guten Zugang zu. Ich bin da, glaube ich, auch zu ungeduldig, weil ich da immer nur drüber fliege und wenn ich es dann nicht sofort weiß, was gemeint ist, dann ja, finde ich es doof. Deswegen bin ich richtig gespannt darauf. Ich habe jetzt schon angefangen, aber nur ganz wenig davon gelesen und ja, freue mich dann darauf, euch im Lesemonat Februar, hoffentlich schaffe ich das bis dahin, eine Rezension zu diesem Buch vorlegen zu können. Und wie ich euch ja schon gesagt habe, Liebe interessiert mich als Thema und als ich dann auf dem Kanal vom Belletristik-Basti dieses Buch hier gesehen habe, das eine Bekannte von ihm geschrieben hat und er erzählt da auch mehr drüber, ich verlinke euch mal seinen Kanal hier oben, habe ich gedacht, ja, das muss ich haben, da muss ich mal reinschauen. Lichtblick Liebe von Corinna Heindl. Und da gibt es so verschiedene Lichtblicke sozusagen, über die sie erzählt. Und ja, ich bin total gespannt drauf. Ich lese euch mal einfach vor, was hinten drauf steht. Die Liebe, manchmal mag sie dir kompliziert erscheinen, mal hell und berauschend und mal dunkel wie die Nacht. Sie raubt dir den Verstand, ist anstrengend und bringt dich zum Verzweifeln. Dennoch nimmt sie dich auch bei der Hand und schenkt dir das pure Glück. Lichtblick Liebe entführt dich auf eine Reise durch dein Innerstes und hilft dir, dein persönliches Verständnis von Liebe neu zu kalibrieren. Ja, das hört sich doch gut an, oder? Ich bin gespannt drauf. Dann habe ich auch zwei E-Books gekauft. Einmal Red Rising von Pierce Brown. Das lese ich zusammen mit besagtem Belletristik-Basti und der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen.
Und ja, ich weiß gar nicht so richtig, worum es hier geht. Das war so ein bisschen, ein bisschen eine Herausforderung, etwas zu finden, was gerade Basti und ich zusammen lesen wollen, weil wir sehr unterschiedliche Geschmäcker da haben. Und das ist, soweit ich weiß, auch etwas, was in der Zukunft spielt, dystopisch ist. Und dieses Red ist eine, wie so eine Kaste. Und die arbeiten unter Tage und denken die ganze Zeit, das machen sie, damit es ihren Kindern irgendwann mal besser geht, damit sie endlich irgendwann die Oberfläche erreichen. Und dann merkt einer von den Reds, dass das schon längst passiert ist und dass die da wirklich richtig ausgebeutet werden und unter Tage gehalten werden und fängt an zu rebellieren. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin sehr gespannt darauf, ob mir das gefällt. Ich freue mich riesig auf die Leserunde. Und ja, wenn ihr Red Rising kennt, dann schreibt doch mal, ob euch das gefallen hat. Das nächste Buch, was ich mir besorgt habe, jetzt kommt relativ viel auch noch zu Leserunden, ist After the Fire von Will Hill. Das lese ich mit Steffi vom Buchschnack und Jenny von Jennys Lesestoff zusammen. Freue ich mich riesig drauf. Ich habe völlig vergessen, worum es in diesem Buch geht. Aber ich weiß, dass das toll sein soll. Also, dass andere das ja empfohlen haben. Und Steffi und Jenny haben in ihrem Hangout davon geredet. Und dann haben wir auch einfach spontan abgemacht, wir lesen das zusammen. Ich habe noch nie mit beiden zusammen gelesen. Mit Jenny schon, mit Steffi noch gar nicht. Ich freue mich riesig drauf. Und wir lesen einfach mal After the Fire von Will Hill. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln von Adriana Popescu ist das nächste Buch, das ich mir für eine Leserunde besorgt habe. Das hier lese ich mit den Bookfriends Maike und Anja zusammen und der Freundin von Anja, Jasmin, mit der ich glaube, ja, mit der ich im Briefbuchclub bin, was mich total freut. Und ich freue mich so riesig über dieses Connecten und miteinander lesen und ja, sich miteinander verbinden. Ich finde das so schön. Ich finde das auch schön, mit einigen von euch zu lesen und den Buchclub ja zu haben. Ich habe auch noch eine Leserunde mit Sarah von Alice im Bücherland. Also es ist einfach toll. Und ja, wer Lust hat, irgendeins von diesen Büchern, die ich hier hochhalte, mal mit mir zusammen zu lesen, einfach schreiben. Ich lese sehr, sehr gerne in Leserunden. Wie ihr vielleicht in meinen Lesemonaten merkt, ich lese auch viel in Leserunden tatsächlich. Genau, jetzt zu diesem Buch. Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln von Adriana Popescu. Adriana Popescu hat auch Goldene Zeit im Gepäck gelesen. Gelesen hat sie es wahrscheinlich auch, aber ich meinte jetzt geschrieben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen war ich auch total dabei, dass wir jetzt dieses Buch lesen. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Drei Freunde, die Geister der Vergangenheit und die Frage nach der Zukunft. Irgendwas hat dieser neue Samuel an sich, das Marie von Anfang an fasziniert hat. Und Samuel geht es genauso. Wie Magnete bewegen sie sich aufeinander zu, stoßen einander aber auch immer mal wieder ab, wenn sie sich von der falschen Seite nähern. Und mitten in diesem Spannungsfeld bewegt sich Theo, Maries jüngerer Bruder, der seit einem traumatischen Ereignis vor über einem Jahr immer noch mit seinen Ängsten ringt. Marie, Samuel, Theo. Ihr Aufeinandertreffen wird ihre aller Leben für immer verändern. Das hört sich doch spannend an. Ich lese auch gerne Jugendbücher. Also freue ich mich da richtig drauf. Bin auch gespannt, wie Theo dargestellt ist. Also da ja, bin ich ja immer so überkritisch durch mein Background, wenn irgendwelche psychischen Sachen vorgestellt werden. Wenn die nicht sich so ganz rund anfühlen für mich, dann ja, bin ich manchmal ein bisschen pinsig. Aber Goldene Zeiten im Gepäck war super. Habe große Hoffnung, dass dieses Buch auch super wird und freue mich einfach tierisch auf die Leserunde. Dann hat meine wunderbare Freundin Jannika mir eine Freude gemacht und mir ein paar Bücher geschenkt. Das ist das erste. Das zweite kommt gleich. Erst war es tatsächlich ein anderes, was ich schon habe. Da haben wir uns vorher ein bisschen missverstanden und dann hat sie das ausgetauscht gegen Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Und ich habe das schon so oft gehört und jemand hat mir das auch in den Kommentaren unter einem von meinen Videos, ich glaube, das war bei den Jahreshighlights, empfohlen. Ich weiß nicht, Sarah, warst du das? Kann gut sein. Ich habe es mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass dieses Buch total toll sein soll. Und sie hat es mir geschenkt und tatsächlich auch in dieser coolen Handtaschenausgabe.
Da bin ich super gespannt drauf, ob man das gut lesen kann. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Es fasst sich auch schön an. Es hat so ein bisschen wie so eine Leinenoberfläche dadurch. Und ja, es gibt hinten drauf steht nichts. Das heißt, ich kann euch das auch nicht vorlesen. Und ich weiß tatsächlich auch nicht mehr über dieses Buch. Hab's aber geschenkt bekommen und werde es lesen und weiß ja von euch, dass das sehr gut sein soll. Dann das zweite, was sie mir mitgeschickt hat von Gerald Hüther, was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher. Das hat sie angefangen zu lesen und findet das richtig spannend. Und ja, Neurophysiologie, Neurologie an sich ist für mich auch sehr eng mit Psychologie verknüpft. Und gerade mit so Themen wie Trauma zum Beispiel. Deswegen interessiert mich das sehr. Sie findet das Buch richtig cool und hat mir das deswegen auch geschickt. Es ist auch nicht allzu dick. Deswegen freue ich mich da auch sehr darauf, das schnell durchzuschmökern. Ein anderes Buch von Gerald Hüther, das zum Thema Würde, habe ich im Blick. Das möchte ich mir auch auf jeden Fall besorgen. Gerald Hüther, ja, irgendwie habe ich den nicht mitgekriegt die ganze Zeit, aber der scheint da wirklich sehr, sehr groß in diesem ganzen Themenbereich zu sein, in dem ich mich eigentlich bewege. Aber tatsächlich bin ich da mehr im amerikanischen Bereich bewandert und kriege da irgendwie mehr mit, vom Deutschen viel, viel weniger. Deswegen freue ich mich, da so ein bisschen so einen Einstieg zu finden und von Gerald Hüther was zu Neurologie zu lernen. Dann habe ich getauscht mit der lieben Sarah, Catherine Webb, Das Versprechen der Wüste. Dafür habe ich Effi Briest von Theodor Fontane abgegeben. Ich habe mit Sarah, Sophie und Ruth zwei Catherine Webb-Bücher gelesen vor ungefähr einem Jahr. Die haben mir echt gut gefallen. Das ist echt was Cooles für so zwischendurch, würde ich sagen. Wobei dünn ist es jetzt auch nicht. Aber ja, ich habe Sarah hatte das zum Tauschen angeboten. Das hat mich angesprochen und ich habe es einfach mal getauscht. Wollte das auch mal ausprobieren. Und deswegen ist es bei mir eingezogen. Ich lese euch hier auch den Klappentext vor, weil ich zum Inhalt nichts weiß. Der ferne Orient, die Weite der Wüste, ein Traum, der zum Verhängnis wird. Oman 1958. Voller Erwartung bricht die britische Archäologin Joan Seabrook mit ihrem Verlobten Rory. Rory ist ja die von Gilmore Girls eigentlich, ne? Naja, in die arabische Welt auf. Endlich wird sie ihr großes Idol, die betagte Entdeckerin Maud Vickery, treffen. Doch das Land befindet sich im Krieg. Maud reagiert abweisend und auch Rory zieht sich von Joan zurück. Erst der britische Kommandant Charles Elliot zieht Joan mitten in die Wüste, mitten hinein in die gefährlichen Geheimnisse der Wüste. Naja, ganz schön viele Namen für so einen Klappentext auf jeden Fall. Ich bin gespannt, freue mich drauf und danke für den Tausch. Und dann Bücher für zwei weitere Leserunden, aber nicht mit anderen Booktuberinnen, sondern mit Freunden von mir. Das ist einmal von Heather Morris, der Tätowierer von Auschwitz. Ich habe euch ja in einem anderen Video auch schon mal erzählt, wie wichtig mir das ist, mich mit dem Zweiten Weltkrieg zu befassen. Und ja, darauf konnten wir drei uns einigen. Ich lese das mit meinen Football-Kumpels zusammen und bin sehr gespannt auf dieses Buch. Der Tätowierer von Auschwitz, ja, es ist eine wahre Geschichte, steht hier auch drauf. Die wahre Geschichte von Lale Sokolov. Ich habe auch ein bisschen gemischte Rezensionen dazu gelesen, möchte mir jetzt aber mein eigenes Bild bilden mit den beiden Jungs zusammen. Wenn ihr tolle Bücher kennt, die dieses Thema Zweiter Weltkrieg, Holocaust, Konzentrationslager, alles so in diese Richtung, aber auch eigentlich Erster Weltkrieg oder so gut behandeln, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin da immer auf der Suche nach. Man kann das nicht so super oft lesen natürlich, aber mir ist das irgendwie ja, mir ist das irgendwie ein Anliegen, mich damit zu befassen und deswegen bin ich sehr gespannt auf den Tätowierer von Auschwitz. Ja, da lese ich euch auch einfach mal vor, was hinten drauf steht. Ein Buch, das nicht nur von den Schrecken des Holocaust erzählt, sondern auch von tiefer Liebe, sagt der Stern. 1942 wird ein junger slowakischer Jude nach Auschwitz deportiert. Von nun an ist Lale Sokolov der Gefangene 32407. Die SS macht ihn zum Tätowierer. Er muss die Häftlingsnummern in die Unterarme seiner Mitgefangenen stechen. Eines Tages tätowiert er die Nummer 4562 auf den linken Arm eines jungen Mädchens und verliebt sich auf den ersten Blick in Gita. Eine Liebesgeschichte beginnt, an deren Ende das Unglaubliche wahr werden wird. Sie überleben beide. Eindringlich schildert Heather Morris die bewegende wahre Geschichte von Lale und Gita, die den Glauben an Mut, Liebe und Menschlichkeit nie verloren.
Ja, da wissen wir jetzt schon. Also, ich bin ein bisschen verwirrt über das Happy End in Auschwitz, aber gut, ich lasse mich hier auf das Buch ein und freue mich auf die Leserunde. Das letzte Buch, das ich mir auch für eine Leserunde gekauft habe, nämlich für diejenige, für meine Mädels-Leserunde, mit denen ich auch zum Beispiel das Buch Anna gelesen habe, was ich euch im Lesemonat Januar vorgestellt habe. Carol Rivka Brund sagt den Wölfen, ich bin zu Hause. Hier geht's um June, die ihren geliebten Onkel Finn verliert. Und die beiden hatten eine sehr enge Beziehung zueinander. Das Ganze spielt in den 80er Jahren. Und um hier nicht zu spoilern, erzähle ich da auch nicht mehr darüber. Also ich hab schon angefangen zu lesen, wie ihr seht, so ein paar Seiten. Und es geht super. Also ich bin super reingekommen. Der Schreibstil ist so angenehm. Ich finde es so schön. Ich bin auch schon echt für die paar Seiten ziemlich nah an die Personen dran gekommen. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich riesig darüber, das auch in der Leserunde zu lesen, weil ich glaube, man da super gut drüber reden kann. Und ja, freue mich riesig auf Sag den Wölfen, ich bin zu Hause. So, und ich musste gerade klettern, um euch noch was zu zeigen. Ich wollte euch nämlich erzählen, dass meine Lieblingsbuchhandlung in Freiburg, nämlich Jos Fritz Buchhandlung, die haben auch einen Online-Shop und innerhalb von Freiburg verschicken die das per Fahrradkurier und dann kommen die Bücher in Papiertüten an. Und die wollte ich euch nämlich kurz zeigen. Hier zum Beispiel, als ich nur, das, ich glaube, das waren da nur eins oder zwei, ist auch versandkostenfrei übrigens, kam das hier in dem. Also ich finde diesen Spruch auch irgendwie toll. Ich habe dieses dahingestellt und mich die ganze Zeit daran erfreut. Oder als es ein paar mehr Bücher waren, haben die auch wirklich hier so richtige eigene Papiertüten, das fand ich richtig toll. Und die versenden sogar auch deutschlandweit versandkostenfrei. Also das finde ich richtig cool. Und wer halt ja nicht mehr nur beim großen A Bücher bestellen möchte, sondern Buchhandlungen selber unterstützen will, Jos Fritz Buchhandlung ist hier schon Urgestein in Freiburg. Da ist das eine gute Möglichkeit. Ich packe euch den Link unten einfach mal rein. Das ist keine bezahlte Werbung oder so, sondern ja, ich war super glücklich, als ich während des Lockdown festgestellt habe, dass sie halt innerhalb von Freiburg auch per Fahrradkurier in Papiertüten das versenden und dann auch gemerkt habe, wow, das geht sogar deutschlandweit. Habe ich mich riesig drüber gefreut, weil es sich ja irgendwie auch nicht so richtig gut anfühlt, alles beim A zu bestellen. Und deswegen wollte ich euch davon erzählen. Und jetzt fällt es mir auch noch ein, ich wollte es eigentlich schon vorher gesagt haben, wer das nicht mitbekommen hat, das Justizministerium hat endlich eine Entscheidung getroffen, ob man etwas mit Werbung markieren muss, auch wenn man da überhaupt nichts für bekommt. Und haben entschieden, dass das jetzt nicht mehr sein muss. Also vorher haben wir ja alle unsere Videos mit Werbung markiert, obwohl wir nichts dafür bekommen haben, weil da die Sachlage nicht ganz klar war und auch schon, wenn man halt hier hinten zum Beispiel Marken sieht, von irgendwelchen Verlagen oder irgendwelchen Namen von Autoren, Autorinnen, dann könnte das schon als Werbung gelten. Und um da auf Nummer sicher zu gehen, haben wir einfach alle oben Werbung reingeschrieben, obwohl das, was wir machen, ja, wir bekommen in den meisten Fällen nichts dafür. Und wenn, dann sagen alle das ja nochmal explizit. Bei mir ist das sowieso noch gar nicht der Rede wert, weil mein Kanal auch so klein ist und ich bekomme gar kein Werbegeld oder so. Und deswegen fand ich es auch immer doof, das da oben reinschreiben zu müssen. Und jetzt ist es endlich nicht mehr nötig. Deswegen habe ich das auch sofort rausgenommen und bin total froh. Und wenn ihr euch gefragt habt, ja, warum das jetzt bei meinen Videos nicht mehr ist oder auch bei vielen anderen Videos nicht mehr ist, es gab endlich eine Entscheidung und Werbung steht jetzt nur noch da, wenn jemand wirklich dafür bezahlt wird. Und das ist ja auch wichtig, ne? Weil vorher konnte man das ja gar nicht voneinander unterscheiden. Dann stand es halt bei allen und ein paar wurden vielleicht bezahlt dafür. Und dann ist ja die Motivation auch irgendwie ein bisschen anders. Und die meisten aber nicht. Und so kann man auch als Verbraucherin, als Verbraucher das besser unterscheiden.
Ich werde Rezensionsexemplare natürlich kennzeichnen, aber auch die sind ja keine, ich werde dafür nicht bezahlt, die werden mir einfach zur Bewertung zur Verfügung gestellt und dann bekommt ihr auch meine Meinung dazu. Aber ja, ich wollte euch das nochmal hier nachträglich erzählen, warum das so ist. Und dann, ja, kennt ihr irgendwelche von den Büchern, die hier bei mir eingezogen sind? Und wie gesagt, kennt ihr irgendwelche Bücher, die toll sind aus diesem ganzen Themenbereich Zweiter Weltkrieg, Holocaust? Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Was ist bei euch im Januar eigentlich so eingezogen? Habt ihr auch so ein Buchkaufproblem wie ich? Aber ich möchte mich dafür auch gar nicht schämen. Also manchmal denke ich, wow, ich kann nicht so viele Neuzugänge-Videos euch hier zumuten und ihr seht, wie viel ich kaufe. Aber mir macht es einfach so viel Spaß. Ich liebe Bücher. Und durch eure Tipps, also ich habe mir die auch alle zu Herzen genommen, habe ich auch wirklich angefangen, günstiger mir die Bücher zu kaufen. Das heißt aber, glaube ich, eher, ich gebe noch das gleiche Geld aus, bekomme aber mehr Bücher dafür. Ja, ich versuche das zwar ein bisschen zu drosseln, aber es macht mir auch so viel Freude. Ja, deswegen werde ich das auch nicht lassen. Erzählt gerne, was ihr euch so besorgt habt und ob ihr welche von den Büchern kennt, die ich vorgestellt habe. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald!